Hallo, ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf dem Kanal Mathepool. Heute kommen wir zur ETH Zürich Aufnahmeprüfung aus dem Jahr 2014. Das ist die Serie 2 zur Aufgabe A1. Das gotische Fenster kann im Wesentlichen auf zwei Halbkreise, einen Kreis und zwei Kreisbogen vereinfacht werden. Die drei Abschnitte der Strecke A sind gleich lang, also diese Abstände hier und hier und hier. Drücken Sie die Basis A als Funktion des Radius R aus. Gut, das ist also die Aufgabe. Kommen wir jetzt zur Lösung dieser Aufgabe. Hier haben wir nochmal dieses Fenster eingezeichnet. Und wir gehen her und ziehen uns drei Strecken. Also hier alle starten vom Mittelpunkt des Kreises hier. Und die erste Strecke X ziehen wir an den Anfang sozusagen von diesem Halbkreis. Die zweite Strecke, das ist Y, die kommt hier zu liegen, also hier sind wir genau ein Drittel A von diesem Punkt entfernt. Und die dritte Strecke, das ist die Höhe H, die kommt genau in der Mitte der Strecke H zu liegen. So, und warum brauchen wir die Strecken X, Y? Mit diesen Strecken werden wir H ausdrücken. Und dann haben wir zwei Gleichungen, die können wir dann gleichsetzen und auflösen und dann kommen wir zur Lösung. Also x, die Strecke x, das ist mal a minus r. Warum? Diese Strecke hier ist ja a. Wenn wir von diesem Punkt, also den Radius ziehen, Kreisbogen ziehen, hier rauf, dann kommen wir ja genau hier mit haben wir die Strecke A, wenn es bis hierher ginge. Und da ziehen wir eben den Radius klein r ab. Und das ist x. Y ist natürlich a Drittel plus r. Und da ist da natürlich klar, hier sind wir genau im Mittelpunkt von diesem Halbkreis. Dieser Halbkreis hat Radius a Drittel und hier können wir direkt weiterziehen zum Mittelpunkt des oberen Kreises und der hat ja genau Radius r. Also das ist eine Strecke, die geht da geradewegs durch, also y ist gleich a Drittel plus r. So, jetzt haben wir ja gesagt, wir werden die Strecke h mit den Strecken x bzw. y ausdrücken. Das machen wir hier. H ist gleich y zum Quadrat minus, und diese Strecke ist ja genau a Sechstel, das ist die Hälfte von diesem Drittel hier, also minus a Sechstel zum Quadrat. Das ist ja genau ein rechtwinkliges Dreieck, hier haben wir ja einen rechten Winkel. Und wenn ich das jetzt für y, diesen Ausdruck hier, nehme, dann kommen wir auf a Drittel plus r in Klammer zum Quadrat minus a Sechstel zum Quadrat. Gut, das gleiche machen wir jetzt für die Strecke x. Und h ist gleich x Quadrat minus a halbe zum Quadrat. Also jedes Mal der Satz des Pythagoras. Und jetzt wiederum für x setzen wir a minus r ein. Und da bekommen wir a minus r zum Quadrat minus a halbe zum Quadrat. So, jetzt haben wir zweimal a gegeben. Und jetzt können wir diese beiden Ausdrücke gleichsetzen und auflösen. Wie wir sehen, hier haben wir nur noch a und r
als Unbekannte. Und genau das ist ja gesucht. Wir sollen ja die Basis A als Funktion vom Radius R ausdrücken. Und das können wir jetzt machen. Also das setzen wir jetzt gleich. Und jetzt ist es nur noch eine Ausrechnerei. Hier bekommen wir a Quadrat Neuntel plus 2 Drittel a mal r plus r Quadrat minus a Quadrat 36stel. Das ist gleich. Jetzt wiederum quadrieren a Quadrat minus 2a mal r plus r Quadrat minus a Quadrat Viertel. So, da kürzt sich mal schon r Quadrat. Und da können wir das Ganze jetzt auf 36stel nehmen, dann können wir nachher wieder das Ganze zusammenziehen und das vielleicht noch auf Drittel. Also, wenn wir das 36 als 36stel schreiben, haben wir 4a Quadrat 36stel. Das lassen wir. Da haben wir nur noch minus a Quadrat 36stel. Dieses a Quadrat setzen wir auch auf 36stel, also 36 mal a Quadrat dividiert durch 36. Das machen wir jetzt auf Drittel, dann können wir das zusammenziehen. Also das gibt 6 Drittel, 2 Ganze sind 6 Drittel, mal a mal r. Und jetzt, wenn wir da noch auf 36stel gehen, haben wir 9 mal a Quadrat 36stel. So, diese 6 Drittel nehme ich jetzt nach links. Da bekomme ich also 8 Drittel mal a mal r ist gleich. Und jetzt sehen wir, die a Quadrat 36stel haben wir auch rechts. 36 minus 9 gibt 27, plus 1 28, minus 4 gibt 24 a Quadrat 36stel. Da können wir dividieren und mal 3, dann bekommen wir a mal r ist gleich a Quadrat Viertel und somit haben wir r ist a Viertel, beziehungsweise eben die Basis ausgedrückt mit dem Radius a ist gleich 4 mal r. So, das ist das Ergebnis und schon sind wir mit dieser Aufgabe fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Adieu.